Das hier ist der Status quo, 4 Wochen vor Finale. Wir haben hier den Bahnhof. Wir haben hier den See, der noch nicht fertig ist, also so wirklich gar nicht. Unser Zug, die Mühle, die ich umgestaltet habe und bemalt habe. Hier oben haben wir einen Friedhof. Und der ist relativ spontan entstanden, deswegen steht jetzt auch die Kirche woanders. Die ist da hinten. Jetzt erstmal hier in der Mitte das Wohnhaus in Bad Soden. Chris hat die Felswand auch gestaltet. Das hier in der Mitte wird vermutlich alles nochmal umgestellt. Das Haus hier, das muss ich nochmal neu machen, und zwar aus Fimo. Das ist nämlich ein Fertighaus, das ich zwar umgestaltet und bemalt habe, aber es sticht doch schon sehr raus. Campingplatz. Hier haben wir den Strandabschnitt, der noch ungestaltet ist. Hier haben wir einen Tunnel, da fährt der Zug rein und raus. Hier haben wir noch ein Wohnhaus. Hier oben die Kirche. Genau, und diese Löcher, die ihr seht, da entstehen Flüsse, Bäche, Wasserfälle. Genau, das ist der aktuelle Stand. Und unter dem Ganzen versteckt sich allerlei Kabelchaos. Ja, das macht mein Mann. Er verkabelt damit zum Beispiel, ich zeig's euch mal, diese Lämpchen hier später leuchten. Und es gibt verschiedene Soundmodule, verschiedene Lampen, verschiedene Lichter. Also zum Beispiel hier haben wir LEDs drunter. Die können dann unterschiedlich beleuchtet werden. Genau, das ist der aktuelle Stand. Das sind die kläglichen Überreste meines Leuchtturms. Ich wollte einen Leuchtturm bauen und habe das um eine Vase drumherum gebastelt und habe es nicht mehr abbekommen. Dann habe ich versucht, das rauszuschneiden mit einem Skalpell. Hab mir dabei in den Finger gesäbelt, alles voll geblutet und letztendlich, sind nur Scherben übrig. Das ist super, super ärgerlich, weil ich eigentlich für sowas keine Zeit habe. Jetzt sammle ich die Scherben ein und dann wird ein neuer Leuchtturm gebaut und das zeige ich euch dann gleich. Ich habe jetzt den Leuchtturm nochmal neu gemacht, diesmal in einer dunklen Farbe, weil ich kein helles Fimo mehr hatte. Ich bin ein bisschen gehandicapt mit dem aufgeschnittenen Daumen. Ich kann nicht so gut arbeiten wie sonst. Und ich brauche auch ein bisschen länger als sonst. Das ist ein bisschen nervig. Das hier wird die Spitze des Leuchtturms. So soll das dann aussehen. Und hier soll dann eben später ein Licht drin sein. Das ist einfach ein Schnapsglas. Und das kommt jetzt in den Ofen und dann werden noch Türen und Fenster reingeschnitten und ich muss mal gucken, wie ich das bemale, weil eigentlich finde ich dieses Muster ganz cool, das da drauf ist. Das ist eigentlich zufällig entstanden. Ich habe einfach noch Farben gemischt, die ich noch da hatte, also Fimo-Farben, habe die zusammengepappt und dann einfach hier drauf geschmissen. Genau, das kommt jetzt in den Ofen. Ich bin so langsam sehr ungeduldig und sehr müde. Es zerrt doch schon sehr an den Nerven, wenn man ständig nachts bastelt, weil man tagsüber keine Zeit hat. Das ist echt, also auf Dauer ist das nicht gesund. Noch 4 Wochen bis zum Finale und dann schlafe ich erstmal wieder. Dann gehe ich einfach abends um 8 mit meinem Kind ins Bett und schlafe. Ja, also es macht mir auch super viel Spaß, weil ich so viel lerne und so gut über mich hinauswachsen kann und einfach, wäre ich nicht so inspiriert von diesem Thema, dann hätte ich, glaube ich, schon 5-mal aufgegeben. Aber so langsam schlaucht es, so langsam reicht auch Kaffee nicht mehr und so langsam passieren halt solche Dinge, dass man sich dann verletzt, was natürlich auch nicht sein muss. Man wird unachtsam, man wird ungeduldig, wenn man wochenlang irgendwie bis nachts um 2 arbeitet oder bis um 3 manchmal. Dann ist das irgendwie nicht gut für den Kopf. Ich habe jetzt hier mir meine halbtransparenten Farben ausgerollt, also so ein Rot, Gelb, Grün, Lila und Blau. Und das soll jetzt ganz, ganz hauchdünn auf dieses Gläschen. Und ich nehme jetzt Fimo Liquid und dann schneide ich mir so eine Art Mosaik immer raus
oder also so kleine Steinchen, Platten schneide ich mir raus und dann setze ich die hier drauf. Genau, mal gucken, ob das klappt. Das Ganze war wirklich, wirklich mühselig. Also ich habe da echt einige Stunden gebraucht. Und ich finde aber, es hat sich gelohnt. Denn wenn das Licht durch dieses transparente Fimo durchscheint, sieht das wirklich, wirklich zauberhaft aus. Das Endergebnis zeige ich euch nachher. Also ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich bin jetzt fast fertig mit dem Leuchtturm. Ich muss nur noch die Einzelteile zusammenkleben und ja, dann bin ich fertig mit einem weiteren Gebäude. Hier ist der Turm. Der hat noch so ein Geländer bekommen. Und das ist einfach aus Metall und einer Schnur. Und genau, jetzt muss ich diese Teile oben drauf setzen, also die Spitze. Hier ist das Licht. Das ist so ein LED-Licht. Da ist ein Schlitz drin und das baue ich jetzt einfach zusammen. Genau. In der Mitte habe ich so eine Säule, einfach damit das später so aussieht, als würde das Licht rotieren. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte man die Bewegung des Lichts nicht gesehen. Das seht ihr dann gleich, wie das ausschaut. Hier seht ihr es. Die Aufnahme ist leider nicht so dolle, weil meine Kamera bei dunklem Licht nicht so gute Videos macht, aber ich glaube, ihr kriegt einen Eindruck davon. Es sah wirklich, wirklich schön aus bei Dunkelheit. Ich habe zwei Brücken aus Fimo gemacht und die möchte ich gerne abformen, das heißt wieder eine Silikonform erstellen, so wie bei dem Dach, das ich gemacht habe. Und ich habe gesehen, dass man aus Lego-Teilen einen Rahmen bauen kann und das probiere ich jetzt. Das heißt, ich baue jetzt so einen Lego-Rahmen und werde da die Brücken reinmachen und dann das Silikon reingießen. Und ich brauche ansonsten noch doppelseitiges Klebeband und das war's. Und das würde ich gerne mal ausprobieren und eben, ich nehme euch einfach mal mit. Es war so, so schön, mal mit was anderem als Fimo zu arbeiten. Ich liebe Fimo, aber nach Wochen und Monaten mit Blasen an den Fingern und Schnittwunden war es wirklich schön, einfach mal was Simpleres zu machen, einfach ein bisschen mit Lego rumzuspielen, das war schön. Das hat echt Spaß gemacht. Und diese Art, eine Form zu machen, ist viel, viel besser als die, die ich letztes Mal gemacht habe. Also im letzten Video habe ich eine Silikonform gebaut und es hat nicht so funktioniert. Das war alles super chaotisch. Mit Lego ist das einfach fantastisch, weil man hat keinen Müll, man hat keinen Dreck, man kann es immer wieder verwenden und man kann das so groß machen, wie man es eben braucht. Und das ist echt ganz, ganz toll. Es hat wirklich Spaß gemacht. Auch das sauber zu machen ist überhaupt gar kein Problem. Man kann das dann einfach alles abzupfen. Und auch die Brücken wieder rauszukriegen war überhaupt nicht schwierig. Ich habe da ein bisschen dran rumgeschnitten, ohne mich zu verletzen. Und dann habe ich das rausgedrückt und es hat super, super funktioniert. Viel, viel besser als beim letzten Mal. So sieht die Form jetzt aus und da stopfe ich jetzt Fimo rein, dann kommt das in den Ofen und dann gucken wir mal, ob das geklappt hat. Es hat richtig, richtig gut geklappt. Hier seht ihr ein paar der fertigen abgeformten Brücken. Die wurden dann später noch bemalt und dann eben in die Landschaft gesetzt. Und ich habe echt einige Brücken damit gemacht. Und wenn ihr sehen wollt, wie unser Ergebnis wenige Tage vor dem Finale aussah, dann schaut einfach beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich freue mich auf euch und bis bald. Tschüss!